So Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Heute haben wir einen ganz besonderen Charakter und zwar, ihr seht schon, Moro. Ja, aus dem Dragon Ball Super Manga noch. Was ja hoffentlich bald irgendwann verfilmt wird, was ich echt cool finden würde. Und wir nehmen den auch natürlich gleich mal. So Moro, natürlich auch auf dem Planeten Namek, weil der ist ja auch auf Planet Namek. Wer den Manga noch nicht gesehen hat, sorry für den Spoiler. Aber Moro, die Ziege. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn der endlich im Manga ist. Im Anime ist. Das wäre echt geil. Weil der Manga verspricht ja echt schon viel. Was haltet ihr von dem Design von Moro? Wie findet ihr den? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nope. So. What nice. Okay, kommt wohl aus dem Koppel. Okay, das sieht cool aus. Das passt wirklich gut zu ihm. Der Psychic Rock Troll. Und ouch. Aber wie gesagt, wir haben noch zwei andere Modus, die sich auch, einer von denen kann sich auch verwandeln. Flop. Und den nehmen wir natürlich jetzt. Und zwar ist das dieser Modo. Als Gegner nehmen wir mal diesen hier. Und ja. Bin ich ja mal gespannt, was dieser Moro, der Planetenesser, verwandeln kann. Weiß auch nicht, warum der Planeten-Eater heißt. Ja. So. Ich will erstmal diesen hier testen, wenn schon. Hopp. Flaming Breath. Hopp. Untertasse. Oh, ich hasse diese Attacke. Ich finde die echt nicht gut. Hopp. Auch den Rache-Todesball. Boah, schöner Damage. Ich habe ihn nicht mal ganz aufgeladen. Boah, der Damage ist real. Und natürlich auch der Psychic Rock. Irgendwas. Guckt euch diesen Modo an. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er sich verwandeln kann. Achso, das ist seine, upsala, seine Verwandlung gewesen, das gerade. Upsi. Dreh die Kamera bitte. So. Und. What the damage? Guckt euch diese Attacken an. Schönes Ding, oder? Wie findet ihr Moro? Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich finde ihn richtig, richtig, richtig cool. Und. So, letzte Attacke. Und ja. So, ich verabschiede mich leider schon wieder. Im nächsten Part haben wir dann wieder von Goku, was er kann, zeige ich natürlich dann. Und ja. So, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.